Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Fahrradkanal. Wie ihr sicher wisst oder schon festgestellt habt, bastel ich im Winter schon mal diverse Sachen, damit die Fahrradsaison wieder gut beginnen kann. Ja, dieses Mal habe ich mich der Problematik gewidmet, wie kann ich dem Bosch-Akku seinen Power entlocken. Das ist leider nicht ganz so einfach, weil Bosch sich da, weiß ich nicht, ob das jetzt vorsätzlich ist oder einfach nur wegen dem CAN-Bus ist, keine Ahnung, könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren reinschreiben, hat Bosch das so gemacht, dass es ohne dieses Motorsystem den Akkuausgang für die Stromversorgung nicht freischaltet. Und zum Glück habe ich im Internet eine Lösung dafür gefunden. Übrigens, dieses schöne Kästchen hier werde ich denn auch eventuell, wenn ich die zweite Version gebaut habe, bei eBay reinstellen und dann quasi meistbietend versteigern. Ja, das nur schon mal so am Anfang, damit ihr Bescheid wisst. Wie gesagt, dieses schöne Kästchen hier, was hier entsprechend, was ich hier gebastelt habe. Ja, ihr habt gesehen, ich hatte es vorhin schon eingeschaltet. Die grüne Ladeanzeige hat schon geleuchtet. Ich schalte es jetzt nochmal ein, damit ihr sehen könnt, dass es auch funktioniert. Hier oben könnt ihr auch sehen, vorher war 0 in der Anzeigespannung, jetzt ist es 41,7 Volt. Und ja, diese Schaltung funktioniert hervorragend. Ich habe hier den Bosch-Stecker. Leider musste ich da diesen kleinen Kabelbaum, der kostet roundabout 25, 27 Euro, obwohl ich ja nur eigentlich diesen Stecker brauche. Aber leider gibt es den im Internet nicht einzeln von Bosch zu kaufen. Warum wohl? Möchte man natürlich nicht. Ja, und dieses Kabel hier ist dann eigentlich auch noch mit einem weiteren Stecker verbunden. Der eine geht wahrscheinlich zum Motor, der andere geht oder es dient dafür, die Kabelverbindung zum Display oder anderen Dingen. Ich kenne mich da nicht so genau aus, das müsste ich dann nochmal recherchieren. Das werdet ihr sicher der ein oder andere besser wissen. Ja, wie gesagt, das ist jetzt hier im Grunde genommen die Schaltung, beziehungsweise das, was ich im Internet finden konnte, um den Bosch-Akku seinen Strom zu entlocken. Man kann hier sehen, hier ist ein CAN-Bus-Modul, hier ist der Arduino Uno R3 verbaut und hier ist ein Unterspannungsschutz für die Batterie, die jetzt hier der Akku ist, angeschlossen. Den kann man stufenlos hier über die drei Tipptasten oder Schalterchen, Knöpfe, wie auch immer, kann man das einstellen auf verschiedene Spannungen, die entsprechend bei Unterschreitung werden dann die Ausgänge hier oben, also die Verbraucher, dann abgeschaltet. Fand ich so ganz gut. Das war jetzt nicht unbedingt Bestandteil bei dem Kollegen, denn wenn man das nicht verbaut, besteht die Gefahr, dass man den Akku, den Bosch-Akku tief entlädt. Denn woher soll er jetzt wissen, dass er bei, sagen wir mal, 36 Volt abschalten soll? Ja, also ich habe das Teil jetzt hier erstmal auf 36,5 Volt bei mir eingestellt. Die Einschaltspannung beträgt im Moment 37 Volt und damit ist der Akku vor Tiefentladung in meiner Schaltung, so wie ich sie habe, geschützt. Ja, ihr seht, das funktioniert hervorragend und wie ich schon eingangs sagte, werde ich dieses Kästchen dann zu gegebenen Zeit bei eBay versteigern.
All dieweil ich mir noch ein zweites bauen will, mit noch ein paar weiteren Gimmicks drin, weil diese Batterie werde ich dann ersetzen oder austauschen in dem zweiten neuen Kästchen, was ich baue. Da kommt dann ein Lipo-Akku rein und der wird dann automatisch auch direkt über den Bosch-Akku mitgeladen, damit ich hier nicht immer einen 9-Volt-Block einbauen muss. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Zwischendurch habe ich natürlich auch ein paar Erklärfotos auch noch eingeblendet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn es gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen. Würde ich mich drüber freuen. Oder noch besser ein Abo. Nicht vergessen, Abos verpflichten zu nichts, die sind kostenlos, beziehungsweise da passiert auch nichts. Ihr bekommt auch keine dauerhaften Benachrichtigungen, wenn ihr das nicht möchtet, wenn ihr die Glocke nicht betätigt, beziehungsweise einschaltet. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wie gesagt, wenn ich das Kästchen bei eBay versteigere, werde ich dann hier auf meinem Kanal nochmal entsprechend eine Info reinmachen. Ja, ach so, und einen Link zu dem netten Kollegen, der diese Schaltung mit dem Arduino und dem CAN-Bus gebaut hat, mache ich auch unter dem Video. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Winke, winke.